hat sie gleich meinen Tasmanian Tiger Rucksack beschlagnahmt. Den habe ich dann gesehen. Oh Mann, das sind die ersten Ausläufer der Kalt Sophie. Nächste Woche wird es nochmal richtig kalt. Wir haben jetzt schon einen beißenden, eiskalten Ostwind. In der Nacht gibt es bestimmt nochmal schön Frost. Das ist halt Hochschwarzwald. Tja, aus dem Froschschleich vom letzten Mal haben wir inzwischen richtig viel Kaulquappen. Alles voll. Egal wo du hinguckst, wimmelt's von Kaulquappen. Wahrscheinlich eins der am höchst gelegenen Gymnasien Deutschlands, das Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen. Liegt mit, glaube ich, über 1000 Höhenmeter mitten im Schwarzwald über den Hügel Furtwangens. Für die ganz Harten gibt es dann hier sogar ein Klassenzimmer draußen im Freien. Und rundherum Natur, auch nicht schlecht. So, hohe Mahlzeit, Leute. Wenn wir hier schon in einer Bildungseinrichtung sind, kann ich euch hier auch noch kurz ein cooles Buch zeigen. Das ist mir vor 2 Tagen im Bücherladen in die Finger gefallen. Der große BLV Tier- und Pflanzenführer von unterwegs. Das ist echt cool. 900 Tier- Pflanzenarten sind da aufgeschlüsselt, 80 Kategorien. Blütenpflanzen sind anhand sofort der Blütenfarben katalogisiert, ne? Gelbe Blüten, weiße Blüten, rosa, orangefarbene, violette, blaue, braune, unscheinbare. Alles, was hier in heimischen Wäldern kreucht und fleucht. Nicht schlecht. Wenn man mit Kindern unterwegs ist, die fragen mich alle 10 Sekunden, was ist das, was ist jenes? Dann kannst du es vielleicht nur unterscheiden, ob es ein Tier oder ein Baum ist, dann hört es aber auch schon auf. Da habe ich gedacht, machen wir mal einen auf Schlaumeier und gucken das dann immer schön nach. Ne? Das ist echt umfangreich. 900 Tier- und Pflanzenarten, 1350 naturgetreue Fotos. Hat 550 Seiten, kostet 10 Euro. Also ist echt eine Empfehlung wert. Der BLV Tier- und Pflanzenführer. Ich werde mal die ISBN-Nummer drunter hängen. Könnt ihr mal bei euch im Bücherladen nachschauen oder online bestellen. Wirklich sehr umfangreiches und noch transportables Buch für unterwegs im Rucksack. Nicht schlecht zum Nachschlagen für unterwegs. So. Genug Schulbank gedrückt. Jetzt geht's wieder weiter.
Tja, jede Familie hat so ihr schwarzes Schaf. Aber da hat es ein paar mehr.